MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Über 80 Folgen ist es her. Worms Clan Wars war ganz groß auf unseren Kanälen und jetzt haben wir uns dazu entschieden, wir wollen uns auf der nächsten Ebene weiterkloppen und damit herzlich willkommen zu Worms WMD oder einfach die Marionetten spielen mit Würmern. Hallo Nick, hallo Gerd. Hi. Hallo. Hey. Worms WMD aus dem Jahr 2015 oder 2016, wenn ich mich nicht irre. Der Nachfolger von Clan Wars läuft vom Spielprinzip ähnlich wie Clan Wars, allerdings haben wir hier jetzt auch Fahrzeuge und feste Waffen und eine andere Physik und eine bessere Grafik und wir haben offline schon festgestellt, es macht Riesenspaß und deswegen springen wir auch jetzt direkt rein. Jetzt springen wir mal. Springen wir mal. Ja, mach doch bereit. Danke. Also wir haben festgestellt, auch Gerd ist hier immer noch Granaten-Gerd. Das wird sich, das nicht, wird sich auch nicht ändern. Also ja, das, ja. Da wird sich nichts dran rütteln, nee. Kann man sagen. Da wird sich nichts dran rütteln, ja. Also man sieht, die Karten sind grün. Warum stehen da 4 Würmer von Gerd um? Ich würde da weggehen, Nick. Also wir haben bei der Physik auch festgestellt, das werdet ihr nachher sehen, wenn man einen Wurm trifft und der Wurm trifft dann einen anderen, dann wird der definitiv in Mitleidenschaft gezogen, ob man will oder nicht. Noch näher an dich ran. Ja, der Gerd hat das gestern, der Nick musste das gestern feststellen, als er dem Gerd eine Bazooka reindrückt, ja. Und sein eigener Wurm dabei mit drauf geht. Die Physik ist shit, möchte Mario sagen. Nein, das möchte ich gar nicht sagen. Die Physik ist nämlich nicht shit, die Physik ist nämlich sehr gut. Warum haben wir den ab der ersten Runde? Ja, cool, da wollte ich hin. Ja. Ja, siehst du mal. Oh, das ist das Maschinengewehr, ne? Das ist böse. Ich habe das im Tutorial, wo du Punkte und so holen kannst, habe ich das ausprobiert. Der sollte eigentlich nicht da oben hin. Ist aber auch keine einfache Map diesmal. Ach, scheiße, komme ich nicht hoch. Dann gehe ich halt runter. Nee, bleib mal da oben. Wow. Geht auch nicht. Das funktioniert ja schon mal gut. Gefällt mir. Warum willst du deinen Wurm töten? Ach, fuck, das ist meiner. Nein! Ach, warum? Fängt ja schon gut an. Oh, nö. Hast du eine Sonne. Ich hab nicht aufgepasst. Ich hab wirklich nicht aufgepasst. Oh, nice. Ach, kacke. Lässt du den jetzt da unten in Ruhe? Weil der hat ja jetzt schon, und so. Was man übrigens auch machen kann, hier Fertigung. Also ich kann mir, wir sammeln immer Token mit den beiden Runden, dann kann man sich ein paar Dinge anfertigen lassen. Habe ich bis jetzt noch gar nicht gemacht, tatsächlich. Ich mach das immer nebenbei ein bisschen, wenn es sich lohnt. Man muss aber erst Sachen auseinandernehmen. Okay. Links sind die Sachen, die man bauen kann, ne? Genau. Cool, ich kann eine Bazooka bauen, ist ja super. Haben wir ja nicht genug. Ja, aber nicht die normale, sondern, Da steht aber nur Bazooka. Ja, die anderen sind rot, dann hast du noch nicht genug Tokens, um das andere zu bauen. Also, ich kann Bazooka-Kuchen und einen Schafwerfer bauen. Ja, genau. Genau das ist es nämlich. So, nehme ich jetzt den Helikopter. Ja, komm, ich nehme mal den Helikopter. Naja, probiere ich später vielleicht mal aus. Ja, und man kann jetzt hier in die Gebäude und so rein. Das kann sehr praktisch sein. Oder auch nicht.
Nein! Ah! Von den Gebäuden kommt man dann auch direkt in irgendwelche Schluchten. Oh Mann! Ach Mann, ich wollte doch. Ah, ich muss mich echt an diese Umstellung der Tasten am Controller gewöhnen. Da fliegt doch jetzt niemals was hoch. Die kommt doch niemals an, oder? Naja. Im schlimmsten Fall kommt sie wieder zurück. Willst du jetzt echt über Bande werfen? War der Plan. Hat nicht so gut geklappt. Aber hat auch nicht wehgetan. Ja. Also ich habe im Endeffekt bisher überwiegend nur Schaden genommen, weil ich selber doof war. Ja. Ist doch gut. Nein, die Insel ist klein genug, Gerd. Uiuiui. Lass das mal sein. Übrigens auch die Unterstützungswaffen, die dort rumstehen, können kaputt gehen. Ist er halt. Oh, jetzt versuchen wir das nochmal. Ja, das hat doch besser funktioniert. Hey. Nee, ist klar. Oh, was soll ich denn jetzt mit dem? Trickshot, Trickshot. Grenade. Wow. Naja, immerhin ein bisschen Bumm und ein bisschen Feuer. Oh. Hab ich ein Glück. Wie unangenehm. Schade. Ich dachte, da könnte man sich jetzt drin verstecken. Musste mal dringend. Hör auf jetzt! Gerd? Ja? Das ist natürlich auch eine praktische Idee, wenn du Nick nicht triffst, einfach sein Maschinengewehr kaputt machen, ne? Genau. Ja, das brauche ich nicht. Eigentlich wollte ich ihn ja tiefer legen. Warum habe ich jetzt auf einmal keinen Spielsound mehr hier? Was hat er denn da jetzt schon wieder gebastelt? Oh, man kann sogar 6 Sekunden nehmen. Was hat dir dein 150er da unten getan? Nee. Ja, zu Gerd. Zu Gerd ist gut. Oh. Aber das war jetzt irgendwie lame. Das war eigentlich eine Giftcluster. Die aber jetzt so kacke gelandet ist, dass Gerd. Die hat jetzt gar nicht geklustert. Dass Gerd überhaupt nichts passiert ist. Das ist ja wohl mies. Ja, da oben ist dran. Das ist gut. Ja, super. Gegen die Kante springen. Ich stelle aber fest, ich kann das Spiel noch ein bisschen lauter machen. Ja, habe ich auch schon. Mein Gott, ist das verwinkelt hier. Ah, okay. Was ist das denn? Komischer Handy-Akku. Oh, jetzt bist du da drinnen, ne? Das sieht man ja nicht, weil keiner von uns da drin ist. Right. Ach, da guckt da raus, der Penner. Aber nur kurz. Ich weiß leider nicht, was der Handy-Akku macht. Kann ich den werfen oder was? Ja, ich glaube ja. Der fliegt aber gar nicht weit. Wow, echt jetzt? Wow. Aber ist das der Schraubenschlüssel von Worms BMD? Aber wo hast du den denn, mit was hast du den gefertigt? Gar den habe ich gefunden in der Kiste oben. Ach so. So, dann wollen wir doch mal in sein Haus reinschmeißen. Nein, wollen wir nicht. Okay. Da unten ist gut. Nein! Nee, schade. Da unten nicht. Da unten ist schlecht.
Ja, wir müssen uns erstmal mit der Physik hier. Wir müssen uns mit allem vertraut machen. Ja, mit der Physik, was du gestern schon für Granaten geschmissen hast, musst du dich mit der Physik halt vertraut machen. Sowohl das ganze Werfzeug als auch die Würmer fliegen irgendwie sehr viel komischer als im anderen Teil. Das stimmt, ja. Physikalische Grundkenntnisse bringen hier nichts mehr. Nee, tatsächlich nicht. Da war sie wieder, die falsche Taste. Ja, das habe ich mir zum Glück komplett umgestellt. Toll. Hör auf jetzt. Wobei. Oh no. Ah, ich sehe gerade, ich habe dir ins Haus geschossen. Gerd, ich habe dir ins Haus geschossen. Mhm. Ist mir die ins Rache Haus geschossen. Befolgt instant. Oh nö, lass mich doch. Warum? Scheiße, ich habe meine eigenen Würmer gar nicht ausgewählt. Ich habe doch eigene. Verdammt, das habe ich eben vergessen. Weil ihr könnt auch wieder eigene Würmer erstellen. Da habe ich ja mal, jetzt die Wurmfamilie gemacht. Und jetzt habe ich das eben vergessen. Mache ich in der nächsten Folge. Ja, ich habe meinen nur anderen Namen gegeben. Ja, das habe ich auch gemacht. Aber die sehen halt auch anders aus. Ja, das habe ich noch nicht gemacht. Ihr könnt übrigens, wenn ihr im ja, sehr gut. Wenn ihr im Level aufsteigt, bekommt ihr übrigens auch neue Gegenstände und so für eure Würmer, ne? Was ein bisschen schade ist, zumindest habe ich die Option nicht gefunden, die Minen sind jetzt, haben jetzt eine feste Zeit. Man kann die nicht so einstellen, dass die eine random Zündzeit haben. Nee, das ist das Falsche. Mein Haus? Ah nee, Glück gehabt. You'll regret that. Hast du wirklich Glück gehabt, ja? Mein Haus. Mein Haus, mein Geld, meine Altersvorsorge. Bäh! Ich glaube, einfach nochmal versuchen bringt nichts, oder? Anderer Winkel vielleicht. Nee, dann treffe ich mich. Ach, du kriegst das schon hin, wenn du gut bist. Da haben wir. Was wird denn das jetzt? Nix. Gut. Dong, 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 dong. Ich wollte doch eigentlich gar nicht hoch. Ich gehe wieder runter. Okay. Aber die Minen hatten doch immer eine feste Zeit. Nein. Doch. Minen hatten immer eine feste Auslösezeit. Nein. In Clan Wars sind die random hochgegangen. Manchmal sind die direkt Ich habe gedacht, du meinst, dass man, wenn man eine Mine legt, die Zeit einstellen konnte. Ach so, nee, die gelegten Minen natürlich nicht, aber die so random rumliegen, die hatten auch eine zufällige Zeit, wann die hochgehen. Ja, die konnten entweder sofort hochgehen oder zeitverzögert oder Blindgänger. Ja, und Blindgänger gibt's ja auch noch, aber die sind halt, also die Zeit ist halt fest. Ah, okay, das hast du gelesen oder festgestellt? Ich habe zumindest keine Option gefunden, das auf random umzustellen. Ah, okay. Aktuell sind, ich glaube, 3 Sekunden. Lass das sein, lass das sein, du triffst eh nicht. Mit der Lenkrakete. Das kann auch in die Hose gehen. Ja, vielen Dank. Blub. Ja. Hallo, mein Name ist Blub. John Blub. Ist das Spinat oder was? John Blub. Nicht John Wick, sondern John Blub. Haben wir kein Jetpack? Doch. Da ist es da, wo ich dir das beim letzten Mal schon erklärt habe. Untere Reihe, drittes von links.
Ganz unten, neben dem Fallschirm, ne? Ja. Ist bei mir ausgegraut, das Jetpack. Hast du das vielleicht schon benutzt? Nein. Hm. Keine Ahnung. Ich hab eins. Ich auch. Das war jetzt aber nicht nett. Vielleicht hast du noch nicht die nötige geistige Reife, um das benutzen zu dürfen. Klug sein, du musst. Und es ist so ausgegraut. Also nicht jetzt wie die Holy oder die Granate, dass man es dann irgendwann bekommt, sondern es ist bei mir komplett ausgegraut. Also schwarz. Das heißt, ihr seid im Vorteil, ihr Säcke. Tja. Wer hat, der hat. Das finde ich jetzt aber irgendwie lame. Ach, das war die Cluster. Hoppala. Aua. Wollte eigentlich die normale werfen, aber war ja ganz okay. Leave me alone. Lass das doch mal sein. Nee. Ja. Ich kann ja mit dem auch nicht mehr machen. Ja, mir doch egal. Irgendwie. Komm ich mir hier. Was denkst du, wie wumms mir das ist, ey? Hat er gerade gepupst? Nee. Es hat irgendwie so geblubbert. War ich. Ach so, okay. Wer sonst? Ja. ja, da liegt die gut. Hm. You'll regret that. Hm. Klar, stell dir die Kiste direkt auf den Kopf. Da bitte ich drum. Brauche ich mich nicht so weit bewegen. Hm. Seilphysik auch sehr interessant. Mhm. Never. Springen, Mario. Und da im Sprung drücken. Nee, das ist eine blöde Idee. Gute Idee. Blöde Idee. Schade. Schade. Da bringt die leider gar nichts. Doch! Ah, doch. Wow, okay. Hätte ich nicht gedacht. Zwei Würmer getötet. Ja, 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 komm, geh drauf. Oh, ja, Mann. Oh. Blub, 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 Gerd. Eine Rache wird gar fürchterlich. Ist mir egal. So. Oh mein Gott. Das Ding ist übel. Nein. Oh. Just you wait. Man muss aber auch damit umgehen können. Ja komm, so schlecht war das jetzt nicht. Der ist dran. Okay, dann geänderte Pläne. Gerd, wir sind halt nicht alle so Kriegsveteranen wie du. Die mit einem LMG ins Bett gehen. Ja, was muss, das muss. Ne? Ich hätte jetzt beinahe was gesagt. Nein! Doofe Idee. Aua. Aber ich wollte eh wieder ins Haus, danke. Du hast mich genau durch den Eingang geschossen, der ungefähr so hoch ist wie der Wurm. Ein kleiner Sprung für einen Wurm. Der sich auch noch. Du willst doch nicht etwa Stress machen. Würde ich mir gut überlegen. Er kommt aber im Haus nicht hoch.
Oh, zu hoch, zu hoch. Oh, oh. Oh Gott, nein, willst du mich verarschen? Nein, 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 nein. Ja, mein wow. Haus hat mich beschützt. Super. Nice. Und mein Wurm da unten kriegt auch nochmal volles Pfund. Jo. Ja. Krieg jetzt nochmal volles Pfund. Fire in the hole. Im Ernst jetzt? Physik, ey. Lass mich raten. Dein Lieblingsfach. Ja, ist ja hier nicht vorhanden. Jetzt kriegt er jetzt auch noch eine Kiste hingeschissen. Ja. Mach doch mal den Rest des Hauses kaputt. Nee. Welchen Rest? Ist ja nichts mehr für ihn übrig. Ich finde, der muss jetzt da erstmal einen aufs Dach kriegen. Bin ich nicht. Was? Fast. Ich weiß jetzt zwar auch nicht warum, aber. Macht nichts, da kann ich jetzt meine Granaten durchschmeißen. Natürlich. Ich wollte nämlich gerade sagen, jetzt hast du dir einen Granatentrichter gebaut. Sieht aus wie ein Thermometer. Hm. Ach ja, was soll's. Grenade. Toll. Rubbish. Ein bisschen stärker und 3 Sekunden wäre gut gewesen. Let's go. Der ist dran. Reicht leider nicht, um nach oben was durchzuwerfen. Also reicht schon, aber kommt dann wieder hier an. Das wäre irgendwie warum, blöd. Du hast doch Wind. Ja, aber Granaten werden nicht vom Wind beeinflusst. Hier ist doch Pech. Ja. Toll, danke. Wobei. Aber so hoch wirft er die nicht, oder? Dass die da oben gegenklatscht. Ja, okay, wo man was reinwerfen kann, kann man theoretisch auch was durchwerfen nach oben. Das könnte klappen. Wow! Ja, also durchwerfen geht, aber es prallt halt nicht mal oben gegen die Ecke vom Haus. Von daher bringt's nichts. Höchstens eine Cluster. Hätte ich mal machen sollen. Auch da unten war ich doch eben die ganze Zeit. Ja, deshalb ist da ja auch nichts gespawnt. Dein Arsch war im Weg. Jetzt wie bei Battlefield, voll durch den Eingang. Natürlich. Boah, oh. Dreht die vorher ab. Den Anker geworfen. Mann. Wolltest du schön durch den Eingang da reinschießen? Gefühlt dauern die Runden aber irgendwie länger. Wir sind jetzt Minuten schon 23 Minuten dran und haben gerade die Hälfte verloren. Nein. Aua! So. Ich sehe dich. Leave me alone. Ich dich jetzt auch. Sehr gut sogar. Naja. Genau. Schade, da hoch. Weil. Boah. Und jetzt? Nein! Wo ist denn die jetzt gegengeprallt? Gegen Mayo unten. Was?
das Mayo versenkt. Ach so. Danke. Ja, okay. Wow. Let's go. Immerhin einen Kill gemacht mit der Banane. Nope. Mayo steht da nicht mehr. Nee. Mm-mm. Yes, sir. Das ist ja verschwendete Munition. Jetzt schießen. Er gleicht die Nachteile mit dem Jetpack aber geschickt damit aus. Das stimmt, aber für einen 7 HP Wurm ist das Dynamit ziemlich verschwendet. Nein. Edge. Und er geht selber mit drauf. Sind meine ganzen Spielzeuge weg? Ach nee, da unten ist noch eins. So. Den wir eben festgestellt haben, da durchwerfen geht prinzipiell. Aber schön, dass der Gerd mich mal gelobt hat. Aber das stimmt tatsächlich. Mit dem Heli habe ich jetzt wirklich den Nachteil Jetpack ausgeglichen. Ja. Alles getroffen, aber nicht Mayo. Macht nichts, ich habe ja noch ein paar. Yes, sir. Grenade. Oh. Ja. Fällt aber weit ab. Oh! Schade. Nicht schlecht, Herr. Wäre fast noch angekommen. Ist aber ziemlich weit abgeprallt. Wäre jetzt gut gewesen, wenn du da unten durchgefallen wärst. Hallo? Shit. Was hattest du vor? Wolltest du den wieder draufstellen, damit ich nicht mehr hochwerfen kann? Korrekt. Ja. Naja. Hat funktioniert, aber jetzt muss ich auch nicht mehr hochwerfen. Das hat leider minder funktioniert. Das habe ich mir anders vorgestellt. So, wo ist denn hier der? Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Der Brenner sieht ja geil aus. Der brennt aber ziemlich langsam. Halt. Ah, okay. Ein Stückchen hätte ich noch gekonnt, aber ich hatte irgendwie Schiss, dir zu fallen. Du kannst dir auch einen vollen Brenner anfertigen und so, ne? Wie einen vollen Brenner. Armageddon kann man sich anfertigen. Du kannst ja auch ein Tunnel-Kit anfertigen. Wo ist denn Armageddon? Dritte Zeile von unten ganz rechts. Ach Mann. Aber du brauchst da relativ viel für. Besonders Tränen eines Wurms. Es wäre schön, wenn dabei stehen würde, wie man die kriegt, ne? Nur in Kisten. Also ich finde das hier unten jetzt doch etwas problematisch. Dann spring doch einfach rechts rüber. Ja, da in die Luft. Das ist gut.
Es gibt sogar noch verschiedene. Armageddon, Wurmageddon, auseinandernehmen. Ja, ja, das ist es ja, was ich meine mit dem Anfertigen. Wurmageddon ist zumindest von dem, was man braucht, noch ein bisschen krasser. Ja, ja, klar. Och, Nick. Das heißt, klar, hätte ja sein können, dass Wurmageddon voll der Crap ist. Nick, Gnade, bitte. Jo, hab ich. Aua. Habe ich das im Ernst überlebt? Was hast du jetzt vor? Sag ich nicht. Du bist ja gar nicht dran. Ach so, ich dachte, du meinst, weil du hattest es in dem Moment gesagt, als ich angefangen habe, irgendwas zu fertigen. Nee, ich wüsste gerne, was Gerd vorhat. Nur Bullshit, wie immer. Warum machst du... Hä? Ups. Wollte unten an den Nick ran. Ah. Ja, lass das mal sein. Wow. Das klingt ganz schön komisch. Egal. Aua. Ja. Scharf macht aber ordentlich Bums. Und das Wasser steigt. Bin ich jetzt dran? Bitte? Oh nö. Doch. Nö. So, wenn man da... Oh Gott. Okay, vergiss es. Alter. Oh. Alter. Das ist schon geil. Nee, Moment, da kann man durchfallen. Ja. Nee, ich traue mich nicht, da was zu versuchen durchzuschmeißen. Klar, durch den Mac durchfallen geht, aber drüber springen geht nicht. Oder durchspringen. Genau deshalb habe ich mir den Wurmwechsel gebastelt. Du brauchst ihn doch nicht basteln, den hat man doch. Ja, aber ich hatte ihn schon benutzt. Ach so, das du schon. Ach so, so einer bist du. Ja. Leider das Sudden Death ein bisschen verpennt. Aber das Wasser steigt relativ wenig. Ich glaube, das kann man dann auch noch einstellen, dass das ein bisschen schneller geht. Nee. Oh, so weit? Ja. Okay, für Mario hat's gereicht. Kacka. Wolltest du auch einen Wurmwechsel basteln? Nee. Aufgepiekst. Oh, das habe ich gar nicht gesehen, das Dings da oben. Ich auch nicht. Aua. Boah, Alter. Voll die Höhle gebaut. Okay. Boah, 75. Das ist schon heftig. Okay. Okay, jetzt ist die Frage nur... Ja, Taste. Hoppala. Krieg ich das hin, ohne dass ich jetzt gleich einen Abgang mache? Weiß nicht, ob das gereicht hat. Aber ich habe mich nicht getraut. Hm.
Also das Maschinengewehr könnte mein bester Freund werden. Du bist mein bester Freund. Das Maschinengewehr könnte gleich hochgehen, glaube ich. Nein, nein, nein. Der Gerd hat, der möchte es erst mit dir aufnehmen, glaube ich. Da wirfst du keine Granate durch. Wollte gerade sagen. Es ist verdäubt. Uiuiuiuiui. Da unten steht ein Panzer. Ist das mal irgendwem aufgefallen? Ja, aber da werde ich jetzt bestimmt nicht reingehen. Hol ihn dir, Mayo. Da würde ich jetzt direkt einsteigen, Nick, ja, an deiner Stelle. Nee, ich nicht. Ist bestimmt ein Schwimmpanzer. Mayo wollte auch Panzer fahren. Ist eigentlich die Teleportkanone auch noch? Nur Teleporter. Ich glaube nicht. Ja. Nein! Nein! Aua. Nein! Wolltest du doch in den Panzer einsteigen? Oh, doch kein Schwimmpanzer. Oh, der Fluch. Mayo hat das Gebäude verlassen. Oh Mann, der Fluch aus Clan Wars zieht sich fort, ey. Ich geh mir was zu knabbern holen. Die Aufnahme kann ja ruhig weiterlaufen. Oh Mann! Ich muss hier jetzt irgendwie mal weg. Lol, die Animation ist ja geil. Yes, sir. Er ist dran. Was wird das? Lass das. Och Mann! Schade. Hätte es ruhig noch ein bisschen rutschen dürfen. Du hättest ruhig mehr Schaden machen dürfen. Ah, ich muss immer die Sachen suchen. Du musst auch baden gehen. Nee. Hoppala. Yo, Mist. Alter, ist nicht wahr. Dann rollt die echt bis da unten durch. Oh Mann, ey, die Physik in dem Spiel. Roll mal nicht rum. Ich habe ja wohl mehr Grund zu heulen. Und warum? Ja. Dafür, dass du schlecht bist, kann ich ja nichts. Aha. Da steht eine Mine. Glück gehabt. Und dann. Lol, du hast echt Schaden. Nee, du hast keinen Schaden gekriegt. Ich habe Schaden gekriegt. Aha. Wow. Denkst du gerade drüber nach, was du jetzt machst? Baseballschläger. Ich flieg jetzt da oben ins Haus rein. Never. Boah. Okay. Mann. Voll geil, wie der Wurm am Tanzen ist. Ja, nee, ist klar. Ich kann bald eine Stahlträgerfirma aufmachen. Ist doch nicht dein Ernst. Ja, das macht doch keinen Sinn. Warum fliegt der nicht nach rechts auch weg? Auch Loki hat was zu melden. Ich finde das lustig. Jetzt in fast jeder Aufnahme ist der Hund mit dabei. Mann, der hätte nach rechts fliegen müssen. Was ist das für ein Dünnschiss? Oh oh, haben wir knapp. Wow. Ja. Chapeau. Ja,
Physik at its best. Mir gefällt die Physik aber besser wie in Clan Wars, wo die Würmer dann teilweise stur auf der Kante stehen bleiben. Die Physik ist hier immer totaler Quatsch. Nö, finde ich nicht. Aber absolut. Nö. Der hätte voll nach rechts fliegen müssen. Hier fliegt generell alles saukomisch. Das ist Worms. Ja, aber Physik ist ja trotzdem in Clan Wars dann besser. Erwartest du von einem Spiel, in dem sich Würmer bekämpfen, irgendetwas Logisches? Ja, die Physik in Clan Wars ist halt cooler. Weil die auch mehr Sinn macht. Du kannst halt berechnen, wo Würmer so ungefähr hinfliegen. Hier fliegen die halt mal 20 Kilometer weit und mal fliegen die nach links, obwohl auf der anderen Seite das Ding liegt. Gerhard, wir sind hier nicht in Far Cry. Warum? Ja, Granaten ins Wasser schmeißen, um Fische zu fangen. Ja, das funktioniert in Far Cry ja auch nicht. So. Ich habe das Gefühl, ich muss da jetzt mal weg. Irgendwie. Ja, Leertaste. Wir sind fast eine Dreiviertelstunde an dieser Folge dran. Oh boy. Das dauert irgendwie sehr viel länger als bei Clan Wars alles. Und dabei sind wir schon nur zu dritt. Macht ja nichts. Gerd trifft jetzt das Ding direkt vorhin. Ah ne, doch nicht. Ich setz das aber mal um, dass du mich nicht triffst. Wow, echt jetzt? Da kannst du nämlich jetzt nichts mit anfangen. Finde ich lustig, dass das auch geht, weißt du? Einfach mal die statischen Geschütze umsetzen. Okay, ja klar, die fliegt jetzt natürlich wieder mega weit. Ach shit, ja, stimmt, wir haben ja Luftangriffe, das habe ich ganz vergessen. Wow. Mal seinen Aktionsradius ein wenig beschränken. Ich bin aber tatsächlich am Überlegen, ob ich die Luftangriffe, weil die es halt doch sehr einfach machen, nicht zumindest aus dem Standard rausnehme. Ja. Bei den Clan Wars hatten wir die auch nie. Das stimmt, ja. Erst spät, ja. Nee, gar nicht. Nur in Kisten hatten wir die. Stimmt. Luftangriffe waren gar nicht eingestellt. Aber ich find's immer noch unfair, dass ich in der Runde kein Jetpack hatte. Was mache ich jetzt? Okay, gucken mal. Ja, ich probiere jetzt einfach mal die Seite. Lol. What? Ja. Was? Okay. Ich hab einfach irgendwas gemacht. Du hast gecheatet. So wie du immer? Ja. Alter, ey, ich trag dem die ganze Insel ab, aber meinst du, ich treffe ihn? Super, da oben steht die gut. Voll der Kisten-Joe da hinten. Nick, du kannst froh sein, dass Gerd nicht an den Helikopter rankommt. Das hätte ich nicht bauen können, aber dann hätte ich gar nichts mehr gehabt. Naja. Oh. Wobei, Moment. Ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Stahlträger eingesammelt in der Runde. Ich baue mich jetzt einfach wieder hoch. Toll. Oh, was sind das für Stahlträger? Hä?
Aber du kannst längere und kürzere nehmen, ne? Wenn man die dreht, dann werden die mal länger und mal kürzer. Alter, spring doch da hoch. Bist du kernbehindert? Nee, ist klar. Wow. Nein. Gerd, lass das. Nein. Die sind auch sofort weg und die verschwinden nicht im Ganzen, sondern immer nur da, wo man trifft. Das ist aber nett. Toll, ich wollte die Kiste haben. Nee. Nein! Bin ja hoch. Och. Alter, willst du mich trollen eigentlich? Das kann doch nicht sein, dass die Kisten immer dann spawnen, wenn ich gerade weg bin. Gerd hat Spaß mit Clustergranaten. Das ist wie gefällt mir nicht. Das ist wie bei The Big Bang Theory. Die haben Spaß mit Flaggen, Gerd hat Spaß mit Cluster. Nein. Die war zum Glück zu weit. Also komm, gib mir was Gutes in der Kiste. Alter. Jetzt Armageddon. Ja, aber da hätte ich, glaube ich, nichts von. Wow, eine OC habe ich bekommen. Ah, ich verstehe, in den Werkzeugkisten bekommt man das Werkzeug, in den Kisten, in den normalen Kisten bekommt man halt direkt fertige Dinger und in den ehemaligen Geldkisten bekommt man dann die Tokens, um was zu fertigen. Ja, genau. Gut. Wow. Scheiße, stehe ich jetzt zu tief? Gerd, hättest du nicht ein bisschen weiter unten landen können? Nein. So, entweder klappt das jetzt. Ich hoffe, nein. Oh, willst du einen Flitscher machen? Meine Fresse. Ja, die haben Flugeigenschaften. Geradeaus fliegen die nicht. Boah. So, du musst treffen. Ansonsten gibt's nur Unentschieden. Nee, da oben überlebt er. Ja, stimmt, da oben überlebt er. Mist, ich hätte auch was anderes. Ich hätte trotzdem was anderes machen sollen. Okay, wow. Ja. Die Stahlträger haben es gemacht. Ja. War in Clan Wars schon mein Lieblings-Item. Und damit, ja, 48 Minuten, yo. Und damit gewinnt Nick die erste Folge WMD. Und WMD? WMD. Unglaublich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss. Tschüss.